Die sächsische Lorelei von Lene Vogt. Ich weiß nicht, mir ist es so komisch und irgendwas macht mich verstimmt. Es ist möglich, das ist anatomisch, wie das eben bei Menschen oft gibt. Der Elbe, die plätschert so friedlich, ein Fischkahn kommt aus der Tschechei. Drin sitzt eine Familie gemütlich, nun sind sie schon an der Bastei. Und oben auf dem Berge, nun gucke, da kennt sich ein Fräulein ihren Zopf. Sie striechelt ihn glatt hübsch mit Spucke, dann steckt sie ihn als Gauz auf den Gott. Der Vater da unten im Kahne klotzt nuff bei das Weib, ganz entzückt. Die Mutter meint traurig, ich ahne, die macht unseren Papa verrückt. Nun fängt die da oben auf dem Felsen zu singen auch noch an ein Couplet. Der Vater im Kahn tut sich wälzen vor Lachen und jodelt, hier hey. Bis stille, schreit ängstlich Odilche, schon gippelt ganz furchtbar der Kahn und plötzlich versinkt die Familie. Nee, Fräulein, was haben sie getan?